Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu Kultur im Bunker. Im folgenden Beitrag sehen Sie eine Ausstellung des Fischerhuder Malers Horst G. Vogeler. Der gebürtige Emder studierte freie Grafik in Hannover an der Werkkunstschule mit dem Schwerpunkt Druckgrafik und entschied sich, an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg weiter zu studieren. Es folgte ein Lehramtsstudium in Kunst, Werken und Deutsch an der Hochschule in Oldenburg. Anschließend unterrichtete Horst G. Vogeler 35 Jahre lang vornehmlich Kunst an der Haupt- und Realschule in Ottersberg. Zeitlebens jedoch galt seine ganze Leidenschaft dem Thema Kunst, mit dem Fokus auf die vielfältigen Erscheinungsformen in der Natur. Auf täglichen Spaziergängen, Wanderungen und Studienreisen zeichnete er, was ihm in den Blick geriet oder fotografierte, Interessantes. Skizzenbücher füllten sich und bilden den Grundstück weiterer künstlerischer Auseinandersetzungen im Atelier. Im folgenden Beitrag wird Herr Vogeler Sie ganz persönlich durch seine Ausstellung führen. Wir wünschen Ihnen eine gute Unterhaltung. Eines Wettbewerbs, das 200-jährige Jubiläum der Emder Kaufmannschaft angefertigt. Basis dafür war eine Radierung, die bei uns zu Hause hing, und ich habe diese Vorlage in eine Federzeichnung mit Skriptol übersetzt und habe für diese Zeichnung einen ersten Preis bekommen mit einem Buchpräsent der Emder Kaufmannschaft. Das war 1963. Das ist also das erste größere bildnerisch-praktische Dokument, was hier für diese Ausstellung nochmal als Verbindungsstück zwischen Emden, meiner Heimatstadt, und Fischerhude hier auftauchen sollte. Dieses Bild hier in der zungenbrecherischen Technik der Dekalkomanie ist mir vermittelt worden vom Bildnerisch-Praktischen, von meiner damaligen Freundin, die ein Studium in Oldenburg begonnen hat, bei Professor Reinhard Pfennig, den ich später auch noch semesterlang im Kunststudium als Professor hatte. Und ich fand die Technik, die zu dem Bereich der aleatorischen Verfahren, dem Spiel mit dem Zufall gehört, als sehr befreiende Technik, und habe es auch später als Kunstlehrer mit meinen Schülerinnen und Schülern und auch in der Erwachsenenbildung kennengelernt, dass es keine Hemmungen gab, mit dieser Technik in bestimmte Themenbereiche wie Landschaftsgestaltung, fantastischen Landschaften hineinzukommen. Was mich schockiert hat im Zusammenhang mit diesen Farbtönen, war die ästhetischen Äußerungen von Schülern aus dem Bereich Ottersberg, ich nenne den Ortsteil jetzt nicht, wo mir ganz klipp und klar gesagt wurde, grün und blau trägt die Sau. Und ich fand dieses Bild, was auch meine damalige Kunstlehrerin von der Realschule als abstrahierte Darstellung gut fand, eigentlich so überzeugend, dass es mich schockiert hat, dass es von der Farbgestaltung so runtergemacht wurde von einem Schüler. Aber trotzdem liebe ich es sehr, weil es zu einem Frühwerk gehört, mit dem ich auch über den privaten Bereich schon Anerkennung bekommen habe. Die gerade bei der Technik der Dekalkomanie erwähnte Freundin blieb mir zum Glück erhalten.
ist weiterhin erfolgreich an meiner Seite geblieben als Partnerin. Wir haben uns gegenseitig in der künstlerisch-bildnerisch-praktischen Auseinandersetzung weitergebracht und ist hier bei dem größeren Format als Kryptol-Federzeichnung von 1967 zu sehen. Hier ist noch ein Linoldruck von unserem Sohn Jan. Damals war er 2 Jahre alt und es ist ein 2-Platten-Druck geworden. Dann habe ich gesehen, dass Horst die Skizze so aus dem Zusammenhang fertigen konnte und somit mich immer sehr gut porträtiert hatte. Und daraufhin habe ich dann nicht nur Skizzen gemacht, sondern bin auch dazu übergegangen mit dem Fotografieren. Und dann habe ich meine ersten Fotos in Belgien machen können mit einer Klöpplerin auf einer Klassenfahrt mit einer geliehenen Kamera, die Horst mir besorgt hatte. Und dann bin ich zur Fotografie übergegangen. Hat weiterhin Skizzen gemacht. An dieser Wand werden Naturstudien gezeigt. Seit wir im Dorf Fischerhude, dem Dorf der Bauern und Künstler mit Wohnsitz von Otto Modersohn und weiteren Worpsweder Künstlerinnen und Künstlern, die sich nach Fischerhude orientiert haben, zeitweise dort wohnen, haben wir uns auch der dortigen Landschaft angenähert und wir haben mit unserem Hund Spaziergänge durch die Wiesen gemacht und irgendwann fiel mir dieser alte Erlenbaum auf, der von mir jahrelang skizziert wurde und ich habe ihn Wiesenveteran genannt und hier sehen wir jetzt 3 Beispiele, ihn einmal als Zeichnung, dann als Lithografie und dann als Lithografie von 2 verschiedenen Platten. Und das nur mal so als Beispiel für die Technikvarianten, die ich immer gerne benutzt habe. Nicht nur Zeichnung, sondern vor allen Dingen auch Druckgrafik. Druckgrafik ist für mich eine Technik, die ich als sehr demokratisch empfinde, weil man in der Lage ist, durch Vervielfältigung aus einem kleinen Kreis von Kennern einen großen Kreis von Kennern zu machen. Und das ist ein Zitat von Bertolt Brecht. Und der meinte, dass man für diese Kennerschaft nicht nur die Betrachtung braucht, sondern auch Kenntnis von der Herstellung. Und diesem Prinzip habe ich mich jahrzehntelang als Kunsterzieher in der Schule, in der Erwachsenenbildung und auch in dem Studienseminar für die Lehrerausbildung in Verden engagiert. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, wie man aus der Umgebung vor Ort oder mit anderen Beispielen auch nicht nur um zu, sondern auch weiter weg sich mit Landschaft, Natur und ihren Veränderungen durch Landwirtschaft, Tourismus oder eben auch Thema Waldsterben beschäftigen kann. Im Rahmen meiner Lehrtätigkeit im Studienseminar Verden für die Ausbildung von angehenden Kunsterzieherinnen und Kunsterziehern haben wir die Gelegenheit gehabt, an einem europäischen Projekt zur Seminardidaktik mit reformpädagogischen Vorzeichen in Europa unterwegs zu sein. Und im Rahmen dieser Veranstaltung bin ich dann in Schweden, in Österreich, in Ungarn unterwegs gewesen und bin in Ungarn auf die prekäre Lebenssituation der Sinti und Roma gestoßen, die mich sehr betroffen gemacht hat.
Und im Rahmen dieser Wahrnehmung und durch Kontakte zu Einheimischen und zu einem Freund, der aus Ungarn stammt, mit dem ich zusammen an der Werkkunstschule Hannover Kunst studiert habe, freie Malerei, freie Grafik, bin ich denn weiter eingeführt worden in die Wohnsituation dieser Minderheit und machte mich auch aufmerksam auf diese jahrhundertelange Verfolgung und Diskriminierung bis auf den heutigen Tag sogar. Und hier sind jetzt Beispiele zu sehen. Hier ist einmal dieses Fragmentarische der beschädigten Wände im Zusammenhang mit dem Fragment der Roma-Flagge dieses Speichenrades, der ungarischen und der rumänischen Flagge und dem Stacheldraht, was zu dem Zeitpunkt, als ich dieses Bild herstellte, durch die Presse ging in der Verfolgung von fahrendem Volk in England. Dieses Bild trägt den Titel Die letzte Reise und ist kollagiert aus einem textilen Stoff, was florale Muster wiedergibt in Kontrast zu der Sträflingsbekleidung und hat einen prägnanten Ausdruck im Dreieck, das wiederum als Zeichen für Zugehörigkeit zu den Sinti und Roma festgelegt wurde. Es gibt eigentlich kein originär nur für Sinti und Roma festgelegtes Zeichen. Die sind unterschiedlich, so hat man mir in Heidelberg am Zentrum für Sinti-Roma geschildert. Ich habe das denn mit Tee und Asche noch überarbeitet, damit da ein anderer Ausdruck im Zusammenhang mit der Vernichtung von Sinti und Roma in der Nazi-Herrschaft in den KZs zum Ausdruck gebracht werden sollte. Dieses Bild ist ebenfalls aus der Serie der Sinti und Roma und beinhaltet Fragmente, die in Anlehnung an die offizielle Flagge mit dem Speichenrad erinnern, aber auch durch diese Emblematik in der Mitte, die aus einem indischen Model für Stoffdruck entwickelt wurde und somit auf die Herkunft der Sinti und Roma verweist, im Zusammenhang mit einem Liedtext, einem ungarischen Kinderlied, Land of My Love, Farewell. Und in diesem Bild gibt es einfach den Gedanken des Abschiedes für jemanden, der nicht gerade gelitten ist in seiner Umgebung. Die Farben der Länder, die sich mehrheitlich mit dieser Minderheit auch als Mitbewohner darstellen in Europa. Und diese Bedrohung symbolisch dargestellt durch Zertreten eines Hirschkäfers, den wir damals bei unserem Besuch in Ungarn bei einem Freund als Beispiel vorgefunden haben. Hier beinhaltet also dieses Bild Fundsachen von Kontakten, Fundsachen von Model, die in unserem Besitz sind, bis hin zu Zitaten eines ungarischen Kinderliedes. In diesem Bild taucht der Hirschkäfer wieder auf, bedroht durch Fußabdrücke im Signal Rot vor diesem an Landschaft, Küste, Meer erinnernden Details und oben durch starke Farbkontraste mit den Farben von Rumänien und Ungarn in einer Fließbewegung den Mittelpunkt durch Verzweigung anvisieren. Und wenn man sich das Bild genau anguckt, dann erkennt man hier mit einer Emblematik aus der Farsi-Typografie das Zeichen für Frieden. Und diese Beziehung zum Mittelpunkt zu kommen und die bedrohte Natur mit in den Blick zu bekommen, ist für mich ganz wichtig gewesen in dieser Darstellung der betroffenen Minderheit wie auch der betroffenen
Naturzerstörung, mit der wir uns zu beschäftigen haben. Ich habe bei meiner bildnerisch-praktischen Auseinandersetzung mit verschiedenen Motiven immer gern auch in wechselnden Techniken gearbeitet. Hier ist jetzt ein Beispiel einer Lithografie von zwei Platten, wo eine Tulpe im Endstadium mit teilweise schon verlorenen Blütenblättern dargestellt ist und unter dem Titel »Was bleibt?« eine existenzielle Frage in den Mittelpunkt stellt. Und das ist eigentlich die Geschichte, die auch in der kunsthistorischen Betrachtung bei den vielfältigen Exponaten und Gebilden immer wieder im Raum steht. Ein interessanter englischer Kunstkritiker, Maler und Literat hat einmal das auf den Punkt gebracht: What must be saved? Was müssen wir bewahren für die nachkommende Generation? Und dies ist so ein, aus meiner Sicht, wichtiger Impuls, darüber nachzudenken, was bleibt? Was muss man bewahren? Links und rechts von der Thematik der sich auflösenden Blütenform der Tulpe zum Thema Was bleibt, habe ich aus meinem Kunststudium an der Werkkunstschule Hannover zwei Aktzeichnungen ausgewählt, die in Kontrast zu der Fragestellung Was bleibt, auch hier eine Zeitform mit ins Spiel bringen, von Veränderung von Körperformen. Das Modell damals war, wie wir, Mitte 20. Das ist aber jetzt schon seit einigen Jahrzehnten, über 50 Jahre her, nicht mehr in der Form präsent. Und von daher ergibt sich auch hier wieder so eine Sinnfrage über Vergänglichkeit, Zeit. Und von daher hängen links und rechts von dieser Lithografie diese Zeichnungen aus der Frühphase von meinem Kunststudium. In dieser Ausstellung sind sehr viele Exponate zu sehen, die mit Wanderungen vor Ort weiter weg zu tun haben. Und hier haben wir jetzt ein Beispiel von den Reisen nach Italien, Toskana, Umbrien. Und ich habe festgestellt, dass die Landschaft dort sehr körperähnliche Volumen in der Landschaft präsentierte und habe für mich dann entschieden, ich versuche einmal diese Beziehung zwischen Landschaftskörper und Körperlandschaft darzustellen und dabei vielfältige Farben im Wechsel der Jahreszeit noch einzubringen mit herrlichen Himmelsstimmungen und kontrastreichen Abbildungen in der Hügellandschaft. Und dies ist für mich ein sehr interessantes, gelungenes Beispiel für diese Auseinandersetzung zum Themenbereich Körperlandschaft, Landschaftskörper. Ich habe ja schon häufiger erwähnt, dass ich gerne mit unterschiedlichen Techniken mich bildnerisch praktisch versuche darzustellen und mit einem Motiv eine mögliche aussagekräftige Form zu finden. Und dies ist hier nun eine extreme Form. Das ist keine Zeichnung, das ist keine Malerei und das ist auch keine Druckgrafik. Das sind schlicht und einfach Papiere aus der italienischen Stadt Volterra, wo ich mehrfach zu Ausbildungen und Besuchen war. Und ich habe sie so zusammengestellt, dass man den Eindruck hat, man hat es hier mit einem Küstengebirge der Toskana zu tun. Und da das ein sehr kleines Format ist, habe ich es einfach etwas geschickter gerahmt, damit es augenscheinlicher präsent ist. Dieses Bild, grob formuliert Meereslandschaft, ist sehr minimalistisch in der Verteilung von Himmel und Wasser und ist für mich ein notwendiger Ruhepol den Bildern der tragischen Geschichte von Sinti und Roma, wie ich sie in Bildern bisher präsentiert habe, geschuldet. Denn wenn man sich ständig mit diesen tragischen Situationen in der Geschichte oder auch in der gegenwärtigen Situation
Ich habe jetzt gerade Berichte über die Pandemie in Rumänien gehört, wie diese Bevölkerungsgruppe dort ziemlich alleingelassen wird, wo Menschen der Umgebung, wenn sie hören, dass die Kinder aus dem Viertel der Sinti und Roma zur Schule gehen, ihre Kinder dort abmelden, das ist schon eine Tragik. Und für diese Betroffenheit brauche ich einfach Alternativen, wo man sich in diese Bilder einfach versenken kann, um Abstand zu bekommen über Weite, über Situationen, was kommt hinter dem Horizont, kommt da noch was, ist da was weggegangen und so weiter. Wir haben auf Reisen zur Insel Usedom sehr viele Tages- und Jahreszeitenstimmungen auch mit dem Meer verinnerlicht und im Fotoarchiv. Und daraus sind solche Bilder denn entstanden. Dies ist eine Lithografie aus der Frühphase, wo ich mich im Studium der freien Malerei und freien Grafik gelöst habe, so ein bisschen von den ungegenständlichen Arbeiten und bin in Zeichenbereiche gekommen und in abstrahierte Landschaftsdarstellungen. Und dies ist ein Zwei-Farbendruck von einer Lithografie, damals noch mit schweren Steinen vom Solnhofener Schiefer bearbeitet. Und interessant ist vielleicht auch diese Geschichte, die mir erst sehr viel später bewusst geworden ist. Ich habe in Hannover zum Zeitpunkt der Studentenunruhen Kunst studiert und in unserem Atelier war eine wildbewegte, linksorientierte Gruppierung zusammen und ich sah für mich eigentlich bei der Betreuung und der Auseinandersetzung im Seminar keine Perspektive, wie ich mir sie vorgestellt hatte. Und später, nach dem Studium an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg, ist mir dann dieses Blatt viel bewusster in Erinnerung gekommen. Das ist so die Situation, in der ich mich damals befand. Wo geht es hin? Welchen Weg nehme ich? Die abstrahierte Straßenführung geht da in Richtung rechts abbiegen, aber der Pfeil, kräftiger, der zeigt nach links. Und im Nachhinein ist das die Situation gewesen, vor der ich mich befand. Was mache ich eigentlich mit dem Studium, das im Grunde genommen, ja, wie hieß es so schön, in Richtung brotlose Kunst führt? Was mache ich damit? Und ich habe mich dann nach den Semestern in Hannover an der Werkkunstschule und den Semestern an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg 1970 entschieden, in Oldenburg für das Lehramt an Grundhaupt- und Realschulen nochmal ein Studium zu beginnen und habe dann 3,5 Jahrzehnte als Kunsterzieher in der Schule und 26 Jahre als Lehrer, Ausbilder am Studienseminar in Verden gearbeitet.